Willkommen bei meinem ersten Videoblog von den Trash Gangsters. Jawohl, mein Name ist Rainer und ich heiße bei Facebook und überall werdet ihr mich Sai nennen, Silent und Trasher. Einfach Sai, fertig aus. So, ja, wie fange ich jetzt am besten an? Ja, ganz einfach. Ich erkläre mal, was ich eigentlich vorhabe mit diesem YouTube-Kanal. So, wie ihr schon festgestellt habt, vielleicht seht ihr unten die ganzen Videos, die ich reingepostet habe. Ja, guckt, zieht euch die rein, guckt, was ihr von haltet. Macht den hier, wenn ihr es gut findet. Macht den hier, wenn ihr es scheiße findet. Mir egal. Eure Meinung ist mir wichtig. Macht es und genau. Abonniert mich, wenn ihr mich zum ersten Mal seht, könnt ihr mich abonnieren, ne? Wenn ihr Bock drauf habt, macht es einfach. So, ja, also, mir geht es halt darum, ich war jetzt am Freitag auf dem Festival und ich werde jetzt auch weiter Festivals besuchen und Videofilme davon machen. Ich werde auch versuchen, noch mehr Leute vielleicht vor die Kamera zu bekommen und Interviews zu führen. Mal gucken, ob ich überhaupt Interviews führen werde. Das wird sich also etwas alles entwickeln, denke ich schon mal. Die Idee kam mir eigentlich dazu, weil Sven's World auch so macht. Das Sven's World habe ich auch verlinkt bei mir. Müsst ihr mal gucken, das müsste unten rechts sein. Ja genau, da steht Sven's World, klingt drauf, abonniert ihn, der braucht auch Stimmen. Und Sven's World, klasse Sendung und der macht das schon jahrelang und ich bin begeistert davon. Sven's World, anklicken, Sendungen gucken. So, ich fange einfach mal an. Ich war am Freitag auf dem Festival, BOM Festival. Momentchen, ich zeig mal gerade das Plakat. So sieht das Plakat aus. Da, BOM. Wir haben das zum dritten Mal gemacht. Astrein, super Location. Da, das war am 13.04. Ja, Kaliber X, Avaya und Rock Ignition war da. Sagt den Namen zusammen. Aedo. Da kommen wir ein bisschen von der Theke her, kommen wir ein bisschen vor, gleich spielen wir die Musik. So, drittes Bombfestival. Alle guten Dinge sind drei und es bleibe ich bei drei, es wird definitiv mehr. Der nächste Termin steht schon fest am 27.10.2012 an gleicher Stelle in das nächste Stadt. Wer da kommt, wird noch nicht verraten, schauen. Ja, drittes Bomb-Festival, Bomb. Jürgen, mehr oder weniger alles ehrenamtlich, umsonst. Die Welt spielt umsonst. Spielfläche ist umsonst. Einfach bezahlt, die Welt muss nicht hier. Deshalb ist das alles nicht selbstverständlich. Und bevor wir starten, ein paar Worte des Dankes. Als allererstes an Hubert und Agnes Behring, die den Saal zur Verfügung stellen. Und die Technik und so weiter, da blühen wir echt herzlichen Dank, ohne die würden wir diese Location nicht haben. Dann natürlich an alle drei Bands, die hier heute Abend kostenlos spielen, nämlich nicht umsonst, kostenlos. Da möchten wir uns auch echt herzlich bedanken, sind weit gereist aus Dorf und Hagen und Hennef, ist gar nicht da um die Ecke. Da gebührt auch noch recht herzlichen Dank dafür. Super Festival, ich habe ein paar Videos dazu gepostet. Guckt sie euch rein. Vielleicht werde ich auch jetzt ein paar Stücke einfach einblenden. Zum Beispiel war da Rock in Nation. So sieht die Gruppe aus. Klasse, wir haben echt klasse gerockt. Also ich fand das richtig genial. Also die machen Rock, ja, Guns N' Roses, Mötley Crüe und so weiter. Also so in der Richtung gehen die, echt klasse, klasse Band. Thank you.
Genau. Aber ja, ich hoffe, ich spreche überhaupt richtig aus. Avaya, ne? Ja, auf jeden Fall. Die waren auch sehr gut. Power Melodic Metal from Germany. Gothic, ein bisschen Gothic mit drin und ja, war nicht schlecht, ne? War super. Noch Kaliber X, das ist im Moment die aktuelle LP von denen. LP sag ich ja schon. CD sagt man ja heutzutage. Ich bin noch mit LPs aufgewachsen, wie man im Hintergrund sieht, als Iron Maiden. Aber wie gesagt, das ist im Moment die aktuelle. Die könnt ihr euch bestellen bei Kaliber X. Brad Rat Records, ne, ist im Moment die das Label. Da, Bret Hart Records. Mal voll in die Kamera halten. Oh, hier, Werbung. Das ist im Moment das Label. Aber ich werde das auch reinposten, wo ihr die CD erwerben könnt. Und wie gesagt, die machen am 5.5. kommt die neue raus von denen. 5.5. in Siegburg. Nee, in Hennef. Entschuldigung, in Hennef. Ja, da bin ich auch zugeben. Genau. Da wird die neue vorgestellt. Und 5.5. merkt euch die. Kaliber X. Werde jetzt Video ein bisschen reinposten. Oder ihr habt unten, genau, da habe ich doch Video von dem Gig auf BOM. Wie heißt das überhaupt? Genau, Brotherhood of Metal. Yeah.
Ey, das war eine geile Location. Also, war, ich fand das richtig stark, wie die, weil die das aufgebaut haben. Und die Location war genial. Da kann man richtig geile Sachen machen. Also, super, super. Ja. Genau. Ein geiles Event. So, nächstes Thema. Mein Videokanal soll nicht nur die Trash Gangsters promoten. Sag ich einfach mal so. Ja gut, sagen wir mal so, ja. Nein, ich will auch mehr so auch Bands filmen, Werbung für die machen. Ja, ich mache das halt aus Hobby, genau. Einfach, wie gesagt, wer Lust hat oder so und sagt, hier, ich möchte auch gern ein Video haben, Auftritt von mir und ich möchte das auch auf YouTube haben, Werbung zu machen, schreib mich einfach an, dann gucken wir mal weiter. Einfach mal, wie gesagt, ich werde noch weiter aufbauen. Das Ganze hier, ja, so, das war's. Sai and Treasure auf dem YouTube-Kanal Trash Gangsters. Ihr werdet sagen, Trash Gangsters? Ja, das ist meine Band, die ich machen möchte. Ich bin schon seit etwas längeres dran, versuche da was aufzubauen und da suche ich auch Leute zu. Ich habe da auch ein Video zu gepostet. Manche sagen, das würde lachhaft sein oder was auch immer. Oder ich würde das nicht ernst nehmen. Doch, es ist mir ernst. Ich suche noch Mitglieder. Ich habe jemanden gefunden, der Gitarre spielt. Wir versuchen da auch noch was zu machen. Mal gucken, was weiter geschieht. Also ich bin dran, eine Trash-Metal-Band aufzubauen. Die Trash-Gangsters. Bin schon etwas länger dran. Aber es ist ein neues Projekt. Und ich versuche da was aufzubauen. Und Songs habe ich schon geschrieben, Songs habe ich im Kopf, wie gesagt, und ja, das bin ich am Aufbauen. Wie gesagt, Trash Gangster, wer Interesse hat, Bassist, Drummer, stellt euch vor, postet mir, schickt mir eine E-Mail und sagt, wenn ihr Lust habt, können wir uns treffen hier. Wie gesagt, Schlagzeug ist da, ne? könnt ihr auf jeden Fall mich bei mir melden. Nächstes Thema ist, ich bin auch, wie man hier unschwer erkennen kann, Metal-Only-Fan. Das bedeutet, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für Metal-Only. Denn ich bin auch der erste Vorsitzende von dem NRW-Fanclub für Metal-Only. www.metal-only.de. Das ist ein Internet-Radiosender. Ich zeige das jetzt mal hier auch in die Kamera. So, ihr könnt ja mal Pause machen und euch das mal durchlesen. Klick, Pause! Auf jeden Fall, die bringen astreine geile Musik. Wenn ihr also Bock habt auf einen genialen Radiosender, schaltet rein. Die machen auch, also das ist alles dabei, von Trash Metal, Power Metal, Wicking Metal, Paga Metal, Metal, alles Mögliche. Ja, schaut auf die Seite und dann könnt ihr unter Stream könnt ihr, Stream ist das, ja genau, und dann könnt ihr da in die Sendung rein klicken. Da gibt es auch ein ICQ? IRC-Chat. Wie heißt denn das jetzt? ICQ? Nee, ICQ heißt das gar nicht. IRC-Chat. Da könnt ihr in das IRC-Chat. Ach nee, warte mal. Da gibt es auch einen IRC-Channel. So heißt das Teil. Da bin ich auch ein bisschen vertreten unter Silent Thrasher. Ein bisschen, manchmal, ja genau. Und im Forum. Und ihr könnt euch im Forum anmelden, wenn ihr keine Verrückten seid, so wie ich. Verrückt nach Metal seid, dann könnt ihr euch da anmelden, genau. Noch, ich weiß noch mal, Metal Only, genau. Ja, was gibt's weiter zu sagen? Ja, das war's vorerst eigentlich. Das war mein Videoblog, mein erster Videoblog. Ja. Ja, was gibt's weiter zu sagen? Und ja, da bleibt jetzt nur noch zu sagen, macht Werbung auch für mich. Naja, abonniert mich, also wenn ihr mich seht, abonniert mich. Es kommt mehr Sachen noch jetzt. Ich habe viele Projekte im Kopf, viele Projekte, die ich machen möchte. Und dazu gilt ja auch meine Band, die ich ins Leben rufen will, halt die Trash Gangsters, wie gesagt. Schreibt mir, wenn ihr Interesse habt, sowas zu machen, ja, was Neues zu machen, mit einer neuen Band, ja, Trash Metal zu machen und ich will auf die Bühne, also so ist es nicht, ne.
Und schreib mir eine E-Mail und da können wir uns mal treffen und weiteres sehen. Und ja, dann wollte ich noch mich bedanken bei allen, die mir zugesehen haben und empfehlt mich halt weiter, okay? So, wie gesagt, das war mein erster Videoblog von mir, Rainer, den Silent Treasure und keep rockin', fuck Metal, yeah, ihr seid die Besten, ihr seid die Besten, Metaler, jawohl. Bye, ciao, bis zum nächsten Videoblog, tschüss.